Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Kiesling. Dieses Objekt wurde uns gemeldet, ja, im örtlichen Spandau. Ich glaube, das ist hier Spandau, ja, Vorstadt, in der Spandauer Vorstadt. Wir von Räumungsdienst Kiesling sorgen dafür, dass, wenn Sie eine Wohnungsauflösung oder Wohnungsentrümpelung eines verstorbenen Familienmitglieds beantragen, sind wir für Sie da. Wir sind die Profis für sowas. Wir schauen uns mal das Objekt an, was uns erwartet. Ach du Scheiße, die haben den Müll nicht rausgebracht. Na gut, aber dafür sind wir ja da. Okay, ich räume die Scheiße hier mal weg. Ja, die Scheiße kommt raus hier. Sehr gut. So, jetzt gucke ich mal, was meine E-Mails sagen über dieses Objekt. Ja? Meine E-Mails sind... Kleinen Moment. Wo checke ich denn meine E-Mails? Ah, ich habe mein Laptop vergessen. Da gehe ich nochmal zum Auto. Hallo? Ich muss nochmal zu meinem Wagen. Okay, scheiß drauf. Ich check meine E-Mails nicht. Ich schaue mir mal das Objekt vorher ein bisschen an. Ei, Bett nicht gemacht. Ja, das machen wir erstmal hier, ich nehme das Bett und lasse es da. Wir schauen uns mal hier um. Badezimmer. Was ist denn mein Job hier, Mann? Hier ist doch gar nichts aufzuräumen. Oder ist das mein Haus hier? Ist das mein Haus? kleines Missverständnis. Ich leide unter Demenz. Wir haben erstmal bei mir zu Hause aufgeräumt. Checken jetzt erstmal die E-Mails. Hier von Robert. Ja, der hat das Haus gekauft, ja. Ah, okay, nee. Ich vergaß schon wieder. Klar, dieses Objekt wurde ja gekauft. Und ich soll das jetzt für den Umzug ready machen. Das heißt, ich räume die ganze Scheiße. Herrgott nochmal, was ist denn hier für eine Orgie gestartet? Das kommt alles raus, das räumen wir alles raus. So, erstmal die Kacke hier. Die ganze Scheiße muss raus. Wie viele Boxen haben die denn, Alter? Oh, Keller. Sehr viele Kisten. Und Dosen. Wir sind dafür da, um die Scheiße hier aufzuräumen, die sie liegen lassen. So, wir schauen mal im nächsten Raum. Ja, Rasen. Aha, ja, auch viel Scheiße. Kommt auch alles raus. Die ganze Kacke. So, jetzt haben wir oben für Oberflächen gereinigt. Ich meine, abgeräumt. So, mal einen Mob raus, ne? So. Das machen wir hier sauber. So. Die Scheiße kommt hier. Fuß, ja. Das machen wir alles ready für den Robert. Ganzen Schimmel hier wegputzen. Die ganzen Bakterien. Hier sind schon ganz viel. Kennt diese kleinen Silberfische, die immer im Badezimmer so umherhuschen. Ekelhaft. Hab ich zu Hause nicht. So einfach funktioniert das. Ich habe den Powermob. Da kann ich sogar den tiefsten Dreck innerhalb von Sekunden wegmachen. Mit Febreze. Powerreiniger. Hey, Maxime. Hier stinkt's ja scheiße. Nach Scheiße? Bah! Mann, hier muss ich mir den ganzen Raum waschen. Stinkt nach Scheiße! Hä? Den ganzen Raum waschen? Wie soll das denn gehen? Na klar! Waschen mit Febreze! Ihr Bläser! Gewaschen! Riecht gut. Alter, Project X, Junge, die haben die komplette Couch zugekotzt. Und ihre Tage hatten sie auch noch. Ekelhaft. Aber das zieht auch selbst tiefst eingezogene Flecken. Mit Silent Bang geht die Scheiße wieder raus. Ich bin der Profi in Spandau, aber es gibt trotzdem noch viel zu lernen. Hier auch vollkommen drauf geschissen hier auf die Oberflächen. So. Da ist noch Dreck. Wenn ich irgendetwas übersehen sollte und ich hier Dienstleistungen für Sie erbringe, ich lege meine linke Hodentasche lege ich ins Feuer, dass ich nichts vergesse. Und sollte ich etwas vergessen, bitte markieren Sie den Zeitpunkt meiner Aufnahme und beschreiben Sie den Fleck. Sollte dort etwas sein, erstatte ich Ihnen den kompletten Betrag zurück. Hier ist noch nicht alles sauber, ich merke das doch. Hier ist doch auch noch was dreckig. Mein Gott, wie die gehaust haben. Hier ist noch 1% Dreck, Junge. Jetzt räume ich hier alle draus, bis ich das habe. Dahinter. Nee? Warte, ich krieg euch. Locker hinter der Couch, Junge. Auch nicht. Wo ist der Dreck? Ich räume die Küche. Ich reiß die scheiß Küche raus. Ist hier Dreck? Nee.
Scheiße. Hier ist noch irgendwas dreckig, Junge. Das rieche ich. Hier ist... Da! Aha. Jawohl, so, alles sauber. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt hier raus. Wenn Sie noch was gesehen haben, bitte melden. 100%. In unter 12 Minuten. Das ist unter eine Viertelstunde. Zu D-Mark-Zeiten wären das unter 6 Minuten. Oh, ich habe eine E-Mail von Sarah. So, hier ist so ein kleines Kackhaus. ASAP. Ah, ich glaube, ja, hier muss eine neue Heizung ran. Da schauen wir mal, was wir da haben. So eine schöne Billigheizung. Merken die Kunden nicht. So, jetzt montieren wir hier noch die Kacke. Hier schön festziehen. Die Kacke auf, wird montiert. So. Sehr gut. Der Head hier, der gefällt mir gar nicht. Warte mal. Das ist ja komplett verrostet, die Scheiße. Wird ausgewechselt. Gut, dass ich hier nachgeguckt habe, ne? So, raus damit. Und neu rein. Jawohl, schrauben wir fest. Ja. So, jetzt kann die Kacke auch da wieder hin. Dafür bin ich doch hier. So, schauen wir uns nochmal das Bad an. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine schöne Toilette, Junge. Jawohl. Das wird jetzt auch hier montiert. Das habe ich schon damals gelernt, als ich deine Mutter gereinigt habe. Ja, hier genau Deckel drauf. Fertig ist der Bums. Hier brauchen wir noch ein Waschbecken, das sehe ich doch. Ah, nehmen wir so ein billiges Plastikding. Das muss ran. Und jetzt kommt die Kacke da drauf. Ziehen wir hier noch fest. Ja, wir haben unseren Röntgenblick. Genau, die Sounds sehr passend. Ja, ach, das hätte ich noch fast vergessen. Genau. Kann man nicht so ein Fertigteil hier kaufen? Wird schon wieder wild. So, komplett. Ja, 9 Minuten. So, ab nach Hause. Schade, dass ich schon so ein krasses Haus mir erworben habe. Im letzten Quartal. Ich weiß halt nicht, wohin mit meinem Geld. Kann ich vielleicht ein neues Haus kaufen? Oh, ein schönes Bild hier. Was haben wir denn da? Ah, hier, die Spandauer Zitadelle. Das kommt über meinen Arbeitsplatz. So, und ein paar Pflanzen kaufen, oder? Oh, hier, warte. Hier so ein Messerset habe ich auch gern hier neben dem PC. Dann daneben natürlich passend so ein Plüschtier, was man aufschlitzen kann. Ja, gut. Nächster Auftrag. Ah, neue E-Mail. Sowas. Von Anthony. ASAP. Ich schlafe nie mit jemandem. Ich ficke. Hart. Akzeptieren die Scheiße, die babbeln einen immer zu, aber die Details interessieren mich nicht. Ich gehe rein und sehe auf einen Blick, was getan werden muss. Warum sind hier Wände rot? Hier stimmt auch was nicht, oder? Aha. Die Kacke muss weg, Junge! Ich glaube, da muss ich an der anderen Seite ran. Guck mal. Aha. So. Raus mit der Scheiße hier. So und durch. Das muss alles weg. Gegen, Junge. Die Mauer muss nach vorne gearbeitet werden. Raus damit. Die ganze Scheiße, Junge. Und... Die Wand hier nervt mich aber auch noch. Zack, da sind wir durch. Jawohl, raus mit der Scheiße hier. Ihr Haus sieht aus wie Kacke, Anthony, Junge. Das wird hier erstmal grundsaniert. Brauche ich nur schief einmal angucken. Raus, alles raus. Die Scheißwand. Zack. Und der letzte Kack. Sehr schön. Das hätten wir. Das Badezimmer, das gefällt mir so gar nicht. Das malen wir nochmal ein bisschen blau an. Ja, der Kunde hätte das gern leicht blau. Machen wir. Zack. Ist doch Badezimmer, oder? Oh, nee. Ach. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Egal, das fällt nicht auf. Das Schlafzimmer war gemeint, hör mal. Den gefällt ja nicht umsonst die Farbe. Ne? Das ist für Schlafzimmer, klar. Aber... Ne? Aber sowas passiert. Sowas kann passieren. Ganz normal. Guck mal, ey. Vielleicht kann man irgendwie skillen, dass die Kacke hier schneller geht, Alter. Schneller! So. Mir reicht's. Ui. Oh, nee, kein Upgrade. Ei, jawohl. Sollen wir das Schwarz hier auch übermalen? Oder das Dunkelblaue, meine ich? Ja gut, malen wir hier weiter. Kostet ja nichts. Ja, ich komme immer mit diesem Spezialmob hinter
Möbelstücke. Ohne Probleme. Und ich brauche nichts abkleben, Junge. Ich tropf nie. Nichts geht daneben bei mir. Mach das nicht! Wir haben es geschafft. So. Was? Die Ecke hier machen wir aber auch noch. Das kommt mir nicht ins Haus. So. Das hätten wir. Sind wir fertig. Gehen wir nach Hause. Scheiße hier. Ab zum Wagen. So, nächster Job hier. Zack, zack. ASAP. So, was sollen wir machen? Ja, wenn ich das so sehe, die Liste da rechts. Ja. Ist ja auch schon spät. Das mache ich morgen. Die Kacke da. Tschüssikowski.